gönn dir, sagt man heute so schön. Also habe ich mir gegönnt. Und zwar einen brandneuen Verstärker. Um genau zu sein, ein waschechtes Topteil. Und zwar für, sitzt du, für 52,91 Euro. Ich verrate dir jetzt gleich, ob ich damit richtig rocken kann oder ob ich die knapp 53 Euronen vielleicht doch besser direkt in die Verse geschmissen hätte. Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und ich gestehe, ich bin ein Opfer. Ein Opfer meiner eigenen Neugierde. Ich weiß nicht, wie oft mir diese Mini-Verstärker von Hotone im Netz jetzt schon angezeigt wurden. Für jeden Gitarrensound ein eigenes kleines Topteil. Alle im Bereich so 50 bis 60 Euro und für jeden Geschmack auch noch etwas dabei. Egal, ob du auf Fender Clean Sound stehst, auf AC/DC Marshall Sound, Van Halen 5150 und so weiter und so fort. Also habe ich mir gedacht, wer nicht spielt, der kann ja auch nicht gewinnen. Das will ich doch jetzt mal wissen. Vor allem, weil ich mit diesem kleinen Mini-Verstärker schon mal auf einen namhaften Hersteller gesetzt habe und der Amp ist, ohne lang drum herum zu reden, okay, aber weit weg von gut, also abgesehen von der Optik. Hier mal eine kleine Aufnahme, die ich mit dem besagten Orange gemacht habe, direkt angeschlossen an eine 12 Zoll Marshall Box. Wie gesagt, geht so. Aber ich bin ja jetzt stolzer Besitzer vom mächtigen Vulkan O5 von Hotone. Neben Gain, Volume, Klangregelung und diversen Anschlussmöglichkeiten hat er auch sage und schreibe 5 Watt Ausgangsleistung. Und die sind immerhin noch gut für einen ausgewachsenen Nachbarschaftsstreit. Aber jetzt die Frage aller Fragen. Was kann denn der Vulkan O5 von Hotone aka Heavy 5150 Style Mini Amp klanglich? Hier mal die exakt gleiche Aufnahme von gerade nur mit dem Vulkan O5 an derselben 12 Zoll Box im direkten Vergleich mit dem Orange. Noch Fragen? Wo du die Spuren für diesen Song herbekommen kannst? Ganz einfach, alle Mitglieder im Recording-Blog Basis- und Premium-Bereich und alle, die mir hier bei YouTube über den Mitgliederwerden-Button unter dem Video einen Kaffee ausgeben, können sich die Spuren kostenlos im Mitgliederbereich herunterladen, inklusive der unbearbeiteten DI-Spuren von den Gitarren, die du dann auch in das Verstärker-Plugin deiner Wahl in der DAW schicken kannst oder zum Beispiel mit einer Reamping-Box wie dieser hier dann direkt an deinen Verstärker schicken kannst. Mittlerweile gibt es diese Hotone Mini-Amps übrigens auch beim großen T für knapp unter 80 Euro und mit dem Link direkt hier unter dem Video kannst du dann auch mal direkt schauen, ob für dich vielleicht noch ein neues Spielzeug dabei ist. Und wenn du wissen möchtest, wie du nahezu jeden Gitarrenverstärker auch ohne Nachbarschaftsstreit, nämlich ohne Lautsprecherbox, trotzdem richtig gut aufnehmen kannst und das Ganze dann auch noch gratis, dann schau doch als nächstes mal in dieses Video hier rein. Da sehen wir uns dann oder in einem anderen Video hier im Recording-Blog. Bis dahin, mach's gut und Yassou!